Guck mal, da sind wir mal wieder im Race and Speed Shop. Heute haben wir einen 64er Pointer Catalina für euch. Zweitüriges Hardtop Coupé. Ist, wie gesagt, 64er Modell. Der Lack ist teilweise erneuert worden, teilweise original. Wir haben dem Auto ein schwarzes Hardtop-Dach verpasst, weil wir es von der Optik ganz schön fanden. Gold außen, Gold innen. Wunderschön. Sitze sind teilweise nochmal bezogen worden, teilweise original. Teppich ist mal neu reingekommen, Himmel und so weiter. Armaturenbrett hat eine ganz kleine Macke hier vorne, der Rest des Armaturenbretts ist wunderschön. Anzeigen funktionieren alle. Ihr habt wieder ein schönes Hardtop-Coupé ohne B-Säule. Das heißt, ihr habt wieder schön 4 Plätze an der Sonne. 6 Personen können im Auto sitzen. Das heißt, ihr könnt wirklich mit 6 Leuten bequem in der Gegend rumcruisen mit dem Auto. Der Pointer Catalina ist die zahme Variante des Pointer GTOs. Wenn jetzt diese Patches hier, wenn hier nicht Catalina stehen würde, sondern GTO, wäre das Auto locker 30.000, 40.000 Euro mehr wert. Man kann natürlich sagen, okay, ich mache die Patches ab, mache GTO-Patches ran. Die Form ist die gleiche wie beim GTO, nur die Motorisierung war halt anders. Klar kann man jetzt hier einen anderen Motor reinsetzen und, aber dafür ist eigentlich viel zu schade, weil das Auto ist wirklich in einem super Zustand. Hat natürlich Tür- und Hartzulassung, ist ein super Cruiser, macht tierisch Spaß und ihr könnt einfach mit 6 Leuten mega bequem durch die Gegend cruisen mit dem Auto. Neue Buchsen, neue Dämpfer, eine Menge am Fahrwerk gemacht, alles wieder im Original. Servolenkung, Powerbrakes, was willst du mehr? Ich zeige mal den Motor. Ja, was haben wir? 389 Cubic Inch im Originalzustand. Ist mal abgedichtet worden drüben und gemacht worden. Das heißt also, läuft super, verbraucht kein Öl, verbrennt nur Sprit und kein Öl. Servobremse, allerdings 4 Trommeln. Servolenkung, Bremskraftverstärker, fährt und bremst wirklich super, also braucht man nicht umrüsten. Gibt es aber Teile natürlich, Aftermarket-Teile, um auf Scheibe umzurüsten. Sag ich aber ganz ehrlich, ist nicht nötig. Genau. Dann zeige ich euch mal den Kofferraum von dem schönen Auto. Kofferraum, Originalwagenheber, Originalreserverad. Selbst die Blenden hier an den Seiten sind natürlich nicht so gut im Zustand, aber schaut euch das an, der ist komplett rostfrei. Ist ein Auto aus Kalifornien, gehörte drüben einem Freund von uns. Macht viel Spaß, hat viel Potenzial und ist echt ein super Cruiser. Geiles Gimmick. Na, wenn man mal irgendwie abends liegen geblieben ist, konnte man sich hier die Innenraumleuchte rausziehen. Bisschen an einem Kabel dran. Kann man. Na, und dann konnte man halt, wenn man ein Rad wechseln musste oder sowas, konnte man sich selber dann ein bisschen leuchten. War 64 so. Da gab es halt noch coole Autos und nicht so wie heute. Ist ein tolles Auto. Ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde. Und dann zeige ich euch den Rest von innen. Hört mal. Man hört nichts. Echter schöner Cruiser. So wie die Leute es damals gerne hatten. Die haben Autos gerne leise, komfortabel gehabt. Wir haben hier in dem 64er eine Servolenkung, eine Servobremse, also eine Powerbrake. Innen drin war jetzt gehen original. Die Sitze sind mal teilweise neu bezogen worden. Himmel original. Teppich ist auch mal neu reingekommen, aber ein originaler Teppich vom Pointer. Hydramatikgetriebe, also das ist ja dieses automatische Kupplungsgetriebe quasi. Wunderschönes Auto, fährt sich super. Auch wie gesagt, außen der schöne goldene Lack. Kommt im Innenraum alles komplett wieder. Goldener Teppich, goldene Sitze, goldenes Armaturenbrett. Gold ist mehr wert. Ne? Also damals haben die Leute wirklich viel so auf schön und auf schick gebaut bei Pointer. Das merkt man hier in diesem Auto extrem. Ja, es funktioniert alles an dem Auto. Der Tacho funktioniert, Batterieladekontrolle funktioniert, Tankanzeige funktioniert, Wischer funktionieren. Es ist einfach, ihr könnt mit dem Auto jederzeit fahren. Nicht nur in lauen Sommernächten, sondern auch in lauen Sommernächten, wenn es regnet. Und es ist einfach hier. Er beschleunigt schön. Auch nicht langsam. Aber er ist einfach leise. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, ich baue mir jetzt eine Flowmaster-Außenanlage drunter und mache mal ein bisschen Sound.
Ist aber Quatsch, das Auto war damals so gebaut. Das war ein schöner Cruiser, die Leute haben es geliebt, damals dahin zu gleiten. Und passt einfach zu dem Auto. Wir haben hier schwarze Steelys drauf, originale Stahlfelgen. Wir haben sogar die originalen Dockdiscs dafür, die originalen Radkappen, zeige ich euch nachher. Das ist ein schöner Cruiser, du hast bequem mit 6 Leuten Platz, du hast 2 fette durchgehende Sitzbänke, super bequemes, cooles Auto mit wirklich einem sehr geilen Dashboard. Ich meine, ihr guckt euch das an. Du hast hier die Klimaanlage, die Temperatureinstellung, hier das Radio. Sieht quasi aus wie 2 Radios. Also super cool gemacht, super geckig gemacht. Wunderschöne Form vom Armaturenbrett. Hier, es ist alles original, es ist alles, sieht alles super aus. Funktioniert, fährt super das Auto. Ist ein richtig toller Cruiser. Wie so ein loses Coupé, wie fast alle Autos bei uns, wenn wir Coupés haben, sind die meistens B-säulenlos. Ist natürlich cool, du machst die Scheibe runter, hast hier eine komplette Fensterfläche. Einfach, ja, ist ein cooler Cruiser. Mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Er hat natürlich TÜV- und H-Zulassung. Könnten hier bei uns im Racing Speed Shop kaufen. Und wärt dann bereit für schöne, laue Sommernächte mit euren 5 besten Freunden ein bisschen rumzukruisen. Fährt sich einfach toll, das Auto. No words needed. Mensch, Kalle, aber so eine Farbe fährt doch heute kein Mensch mehr, oder?